Servus und Hallo zum Vlog hier auf Mabache TV. Seit über 7 Jahren habe ich persönliche Assistenz und seit über 7 Jahren schreibe ich Jobs aus. Wenn ich Jobs ausschreibe, stelle ich sie auf jobwohnen.at oder behindertenarbeit.at. Das sind Jobplattformen im Internet. Und das Spannende ist, wenn sich von jobwohnen.at zum Beispiel Leute bei mir bewerben, sind das meistens Akademiker. Man möchte meinen, dass sie, wenn sie sich für Jobs bewerben, ein gewisses, sagen wir mal, Niveau in Sachen Bewerbung haben. Für mich ist die Basis, man liest sich eine Bewerbung, eine Jobanzeige durch und folgt den Anweisungen in dieser Anzeige. Wie zum Beispiel erstmal durchlesen, worum geht es eigentlich in dem Job. Und zweitens, was muss ich tun, um mich zu bewerben? In meinen Anzeigen geht es meistens so, dass ich genau beschreibe, was persönliche Assistenz ist und dass ich genau beschreibe, wie sich die Menschen bei mir bewerben sollen. Das wäre einerseits, ich möchte einen Lebenslauf, ich möchte ein aktuelles Foto und dann gibt es auch irgendeinen dritten Punkt, meistens sowas wie, schreib mir in 10 Zeilen das Lustigste, das dir jemals in deinem Leben passiert ist. Oder diskutiere in 10 Zeilen, warum Dirty Dancing immer noch der beste Tanzfilm der Welt ist. Irgend solche absurden, schrägen, unkonventionellen Sachen gebe ich immer rein in meine Jobanzeigen. Und weil ich einfach finde, dass das für mich die interessantesten Leute anspricht. So, jetzt ist es aber so, dass ich sehr, sehr viele Bewerbungen bekomme, vor allem weil Assistenz dabei steht. Und das spricht eben viele Studenten an, die irgendwelche internationalen Praktika schon gemacht haben und schon Assistenz der Geschäftsführung waren, bei irgendwelchen Unternehmen. Und die lesen dann einfach nur schnell Assistenz, schreiben dann eine E-Mail mit 3 Zeilen, mein Name ist, ich bin so und so alt und bitte rufen Sie mich an und Lebenslauf dabei. Wie können diese Menschen, die eigentlich intelligent sind und auch in der Geschäftswelt Fuß fassen möchten, allen Ernstes Bewerbungen abschicken, die überhaupt nichts mit den Anforderungen in den Jobanzeigen zu tun haben? Liege ich jetzt falsch? Ist meine Anforderung zu hoch? Lebe ich in einer Fantasiewelt, was Jobbewerber und Jobanzeigen betrifft? Kann sein. Wie ist es bei euch? Ihr habt bei euch anderen die persönliche Assistenz beziehen. Wie ist das bei euch mit den Bewerbern und den Jobanzeigen? Wie ist das bei euch auch so? Wie geht ihr damit um? Mache ich etwas falsch in meinen Anzeigen? Sind sie zu kompliziert? Erwarte ich zu viel? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich vielleicht falsch mache, oder wo ihr sagt, ja, das sehe ich genauso, das passiert mir auch, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr euch gerade für einen Job bewerben wollt, egal ob persönliche Assistenz oder Programmierer oder was auch immer, lest euch die Anzeige genau durch, weil wenn ihr das nicht macht, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass ihr den Job sowieso nicht bekommt. Und es ist frustrierend, wenn man sich wo bewirbt, und das weiß ich selber, und eine Absage bekommt. Wenn man aber jetzt schon mal nicht richtig bewirbt und die Anforderungen gar nicht erfüllt und sich trotzdem die Mühe macht, sich zu bewerben, dann ist die Frustration ja schon vorprogrammiert. Und ich finde, wenn man es selbst in der Hand hat, sollte man versuchen, es zu vermeiden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes, erfolgreiches und erholsames Wochenende. Schaut im Wochenende um keine Jobs, macht das wieder am Montag. Genießt das Wochenende, erholt euch und ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder hier auf Mabacher TV. Danke fürs Zusehen. Schönes Wochenende. Thank you.